Berg, richtiger Weg. München. Schön. Was 900 Kilometer haben wir zwar noch vor uns. Aber die kriegen wir hin. Und diesmal wie ich normal mit dem. Oh. München Nord. Dann macht dann gleich wieder die Allianz Arena sehen. Wär's. Dauert ihn noch ein bisschen. Erste Stunde.
In der Nacht hier durch Deutschland Richtung Stuttgart. Bei Stuttgart müssen wir dann vorbei. Dann den Weg nach Frankreich zu nehmen. Wir werden aber jetzt natürlich die nächste Tankstelle nehmen. Die nächste Tank- und Pausenstelle. Aber ja, wir fahren in Stuttgart 100%, weil mir ist gerade eingefallen. Und wir kommen jetzt wahrscheinlich genau dorthin. Ist nicht Stuttgart das mit der Messe, wo wir das Foto gemacht haben? Also wo dieser riesige Messeparkplatz da über die Autobahn geht? War das nicht Stuttgart? Ah ja, genau, da kommt's. Parkhaus. Ja. So, das ist Stuttgart. Das ist ja Stuttgart, was, wo wir immer vorbeifahren. Weiteren Weg weiter, jetzt höre ich gar nicht. Was nimmt das, wir durch Straßburg auf jeden Fall durchfahren? Natürlich eine Option. Stuttgart und Mannheim links. Gut und gut für die Kliente. Zu Frankreich gibt es dann. Den Schlaf. Tankplatz. Sind wir eh wahrscheinlich schon drüber, aber das ist ja wurscht. Gotta
girl from the south side. She got braids in her hair. First time I seen her walk by, then about fell up on my chair. Had to get her number. Took me like 6 weeks. Now me and her go way back. Daniel Karlsruhe. Für uns, danke. Dieses super Fahrmanöver wieder mal. Dann muss ich das wieder mal anders hinsetzen. Irgendwas mit Straßen. Ich konnte es jetzt nicht lesen, weil ich mich gerade ordentlich gesetzt habe. Rechts. War weg vom Fenster. Schauen, ob sich das eh ausgeht. Danke. Darüber? Grenze. Aber auf der Grenze geht es dann wieder. No.
über 60 fahren dürfen, oder ist auch, glaube ich, kann auch da. Es regnet wahrscheinlich, haben wir es gewusst. Bei uns Schiffen. Aber ich bin auch froh, dass die Anzeigen hier wirklich tatsächlich funktionieren jetzt wieder. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in einen Mann eingestiegen, ja, in den Mann, den wir haben. Der hat gar Navi drinnen gehabt. War natürlich dann krass gewesen zum Fahren, weil ohne Navi. Aber das zählt nicht für uns. Ich bin ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange hinbrauchen jetzt. Vor allem, dass es so lange nichts gab jetzt. Vor allem können wir dann durchfahren, brauchen nicht ein zweites Mal stehen bleiben. Ausgehen mit der Ladung, dass wir dann schon beim nächsten Mal Richtung Linz machen können.
schlafen. So. Frankreich. Bezahlt? Every time you hurt me, the less that I cry. And every
So, Reims, ja, auf jeden Fall vorbei Richtung Paris. Fine.